Von weitem erkennt man es schon, das Grün kommt im Herbstwald zu langsam aus der Mode und goldene Farben gewinnen die Oberhand. Infolge der Abnahme von Tageslänge und Temperatur ziehen die Pflanzen allmählich den für die Photosynthese so wichtigen grünen Blattfarbstoff aus den Blättern Richtung Stamm und Wurzel ab. Im nächsten Frühjahr werden die Bestandteile dann einfach wieder für den Aufbau von neuen Blättern hervorgeholt. Fehlt nun der grüne Blattfarbstoff? Dann können sich im Blatt andere Farbpigmente, wie zum Beispiel rötliche Carotinoide, durchsetzen. Allerdings ist dieses Farbenschauspiel nur von kurzer Dauer und schon bald verlieren die Pflanzen, ähnlich wie diese Ahorn, ihre Blätter. Damit bereiten sich die Bäume auf den winterlichen Wassermangel vor. Im Sommer verdunsten sie eine enorme Menge über die Blätter. Bei einer 100-jährigen Buche sind das etwa 400 Liter pro Tag. Zwar regnet es im Winter nicht weniger als im Sommer, wenn aber der Boden gefriert, können die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen. Der Blattabfall ist somit eine geniale Lösung der Natur. Weiterer Vorteil ist, dass kahle Bäume besser vor Schneebruch im Winter geschützt sind und die Knospen, die im Frühjahr austreiben, mehr Licht für ihre Entwicklung erhalten. Und warum ist es nun so, dass manche Pflanzen so aussehen und andere Bäume zur selben Zeit so? Neben dem Standort des Baumes ist da der Wasserbedarf ausschlaggebend. Kastanien zum Beispiel benötigen viel Wasser. Sie können es sich also nicht leisten, die Blätter lange zu behalten und somit werden diese schon recht früh abgeworfen. Übrigens gibt es auch Laubbäume wie die Erle oder die Esche, die sich gar nicht verfärben und ihre grünen Blätter abwerfen.